liebe Leute, wir sind jetzt hier bei Shrimp Visions. Und wenn man hier reinkommt, sieht man erstmal ganz viele Aquarien. Und alle sind voll eingerichtet. Und zwar artgerecht eingerichtet. Ich glaube, das ist das afrikanische, oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ihr seht, hier sind nur passende Fische drin. Und alles super eingerichtet. Ja, hier auch. Bisschen dunkel. So. Und hier sind die Betterbecken. Da ist zum Beispiel einer. Hier auch vielleicht. Das sind die Verkaufsbecken. Und hier habe ich ja auch meinen Aquarell gekauft. Das ist auch ein Wetterbecken. Hier sind Mädchen drin. Das ist eine eigene Nachzucht dann. Und alle Becken sind immer super eingerichtet. Und hier haben wir die Zubehörecke. Da findet ihr so die typischen Sachen. Hier gibt es auch diese Röhren, die ich so schön fand. Und halt auch die ganzen Sachen, die man sonst so braucht. Genau, und hier geht's weiter. Und hier sind so Nano-Arten drin. Und die Tiere kann man entweder hier kaufen oder im Online-Shop. Genau, hier sind auch eigene Nachzuchten, also die züchten auch selbst. Und zwar von Betta Chamoides. Ich bin da ja nicht so der Freak, aber ich bin hier drauf. Hier die Kacke durch. Oder hier die Bärlinge, auch noch relativ klein. Und alle Becken sind immer eingerichtet. Das ist super schön für mich. Ich habe ja gemeint, dass sie auch selbst züchten, und hier seht ihr gerade. Da seht ihr die Eier auf dem Stein. Und die Elterntiere bewachen die auch. Die Eier sind dieses helle. Und Jungtiere sehen wir, wenn wir einmal hier reinschauen. Das sind alles Babys. Und das ist jetzt El Blue Red Hat. Ich kenne mich leider nicht aus, aber sehenswert. Das heißt, wir bekommen nicht nur die Tiere vom Großhändler, sondern auch eigene Nachzuchten. Das heißt, ihr habt dann hier auch einen Ansprechpartner, der dann auch weiter weiß, wenn mal dein Junge kommt.
hier sind auch noch ein paar Babys. Und da ist die Mama. Einmal das Maracuja, ein bisschen Wasser aufgewirbelt. Auch nur Momentaufnahmen. Ja. Nein, Fische, ne? Ja. Der von Dorfbergen halt, ne? Ja. Und noch mehr Babys vom Posi Antromis. Und noch eine Bettlerart. Bitte. Ein Bettalbinatus. Oh, wo ist er? Das ist auch ein Verkaufsbecken. So, und bevor der Akku leer ist, hier sind noch die anderen Becken. Auch hier sind die Barfüße. Noch mal ein paar Cookies und Garnelen, die ganzen typischen. Alle in einer? Ja, und Platz. Ich muss auch mal dornen sein. Ich weiß, aber das sind ja schon viele Kosten. Habe ich hier aber auch alle in einem. Und hier sind Platz verpacken. Weiß ich, ich bin da gerne. Ein paar Vorwechsel dabei, ne? Ja. Fast aus großen Kakadus. Die können uns bei 3 Wochen verkauft werden. Ja. Gerne. So, so werden sie dann verpackt. Ja, da sind jetzt die Beta Simplex. Beta Simplex. Ein bisschen aufgeregt, ne? Da darf man ja auch sein, wenn man ins neue Zuhause kommt. Und das sind die Boxen, wo die Tiere verschickt werden. Und so werden die dann alle verschickt. Natürlich mit dem Tierversender.